Wir wechseln zum Kulturbetrieb, genauer genommen zur Salzburger Hochkultur. Die Festspielzeit lockt im Sommer ja Menschen aus aller Welt und sämtlichen Branchen in die Mozartstadt. So wie die Industriellenvereinigung. Beim diesjährigen Festspielempfang dieser Vereinigung bot das M32 auf dem Mönchsberg mit Blick auf die Salzburger Altstadt die stimmungsvolle Bühne dafür. Manuela Kunzia war für uns beim Empfang dabei. Kunst ist international und auch in der Industrie müssen sich die heimischen Betriebe in der großen weiten Welt erst einmal behaupten. Beim Festspielempfang der Industriellen Vereinigung im M32 auf dem Mönchsberg geht es um diese Verbindungen, um Kontakte und Netzwerke zu schaffen, seitens der Wirtschaft, aber auch seitens der Kultur. Wir brauchen das Geld der Wirtschaft und die Wirtschaft braucht uns auch als Ideenlabor. Es sind oft die Künstler, die das Gefühl dafür haben, was kommt, was Not tut. 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur sind an diesem Abend mit dabei. Der Festspielempfang ist sozusagen das Vorprogramm zur abendlichen Jedermann-Vorführung. Endlich dürfen wir einander wieder treffen und austauschen und diese schöne Stadt auch genießen. In Österreich erwirtschaftet der Industriesektor knapp ein Viertel der gesamten Wertschöpfung. Kultur hat, abgesehen vom vergangenen Jahr, einen Wertschöpfungsanteil von rund 3%. Das entspricht knapp 6 Milliarden Euro. Die Salzburger Festspiele sind ein wirkliches Wirtschaftsunternehmen. Die haben eine Bruttowertschöpfung in Salzburg von mehr als 250 Millionen Euro im Jahr. Und Kunst und Kultur und Wirtschaft ist sehr eng miteinander verbunden. Es ist der Austausch von Menschen über die Dinge, die sie tun, die uns zusammenbringt. Und ich glaube, das ist die beste Kulisse hier dafür. In Österreich steht die Industrie für Arbeitsplätze und Wohlstand. Und der Umweltschutz, auch der ist der heimischen Industrie ein Anliegen. Der Druck und die öffentliche Wahrnehmung ist jetzt größer geworden. In den Unternehmen werden Investitionen getätigt, um entsprechend in der Produktion oder auch in den Produktideen sich darauf einzustellen. Dazu dient das Ressourcenmanagement und die Ressourceneffizienz, aber auch andere Themen. Also die Industrie hat sich sehr gut eingestellt. Ohne internationales Publikum hätte es die heimische Kultur sicherlich schwerer. Die Europäische Union macht aber nicht nur das Reisen einfacher. Auch die Wirtschaft profitiert vom Wegfall der Grenzen. Ohne Europa geht gar nichts und das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Natürlich passt nicht alles, wenn 27 Staaten auf einheitliche Standpunkte kommen müssen, aber daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, wir müssen Europa selbstbewusster machen. Traditionell beim Festspielempfang der Industriellen Vereinigung stellt Festspielpräsidentin Helga Rabel-Stadler junge Künstlerinnen und Künstler des Young Spirits Projects vor. Die Sängerinnen und Sänger sind aus unterschiedlichen Ländern. Internationalität, nicht nur wichtig in Industrie und Wirtschaft, sondern es entspricht auch dem Geist der Salzburger Festspiele. Ich glaube, die Festspiele waren von Anfang an als europäisches Projekt geplant. Und Österreich ist so klein, dass wir die Hilfe der anderen brauchen, aber einfach auch das Mittun. Das soll uns nicht daran hindern, dass wir selbst gute Ideen haben. Gemeinsamkeiten finden, sich miteinander austauschen und Netzwerke schaffen. Und das hoch über den Dächern der Altstadt von Salzburg. Für Helga Rabel-Stadler wird es wohl der letzte Empfang als Festspielpräsidentin zusammen mit der Industriellen Vereinigung sein. Sie wird sich am Ende des Sommers aus dem Festspieldirektorium zurückziehen.